Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Mordor Schatten. Ja, ich stehe bereits an der Nebenaufgabe für unser Schwert Urfeil und wir machen die Nebenquest an der Wurzel des Übels. Er fiel in das Lager seiner Feinde ein und machte sich an den Rekruten des dunklen Herrschers zu schaffen. An diesem Tage meistern die Rekruten lediglich ihren eigenen Tod. Forme die Legende des Schwert Urfeil. Und bekommen natürlich wieder Mirian. Werden wir selbstverständlich annehmen? Oh ja. Betrete das Übungsgelände. Zusätzliches Ziel. Was sollen wir machen? Richte Uruks mit einem Nahkampfangriff hin. Okay. Da bin ich natürlich mal neugierig. Oh, was ist denn hier mit denen? Vergesst nie, wem ihr dient. Oh, ich glaube, die sehen uns jetzt gleich schon, ne? Oh. Oh, jetzt geht's aber los. Wenn du wieder davon rennst, muss ich wohl einen meiner Gurka losschicken. Oh. Musst du das wirklich? Finde ich natürlich cool. Komm her. Finde ich extrem gut. Oh nein. Verdammt. Oh, Freunde, ich sehe schon. Das wird lustig. Da haben wir natürlich jetzt einige am Start. Und das noch in der Nebenaufgabe. Na, Jungs, wie ist es denn so? Sag mal dir. Komm her. Na, komm schon. Und noch einmal rüber. Ah, Mist, verdammt. Also, dass wir zwei haben, ist echt eklig. Wir müssen eigentlich... Nee, du brauchst gar keine Verstärkung. Komm mal her hier. Vielleicht können wir doch hier richtig mal schön wegschnetzeln. Nix ist. Oh. Ja, da habe ich gerade eine Idee. Wenn ich doch, ehrlich sein darf. Komm mal her hier. Jawohl. So, jetzt müssen wir den richtigen Augenblick anpassen. Ja, du gehörst mir. Wie können wir nochmal absteigen? Genau, so können wir absteigen. So, und jetzt mal nochmal eben schnell oben drauf. Können wir da auch auf... Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Oh, da war wieder ein Horn. Ach, verdammt. Komm, lass mich mal hier oben hoch. Wenn das irgendwie geht. Ich will auf den springen. Komm schon, irgendwie kann man doch... Da. Ach so, nee, wir können nur auf unseren eigenen springen. Den besitzen wir ja schon. Den brauche ich nicht. So, komm her. Lass mal meinen... Also, alles klar, den haben wir jetzt schon mal. Ah, nee, den will ich. Den will ich. Verdammt nochmal. Mist, das war aber jetzt alles andere als gut. Eieiei. Okay, aber naja, Übung macht den Meister, ne? Boah, einmal drüber. Ich sehe schon, wir haben richtig Spaß, haben wir hier, ne? Schade, dass ich nicht zwei Karagors auf einmal zähmen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Und so viele Informationen, die brauchen wir eigentlich im Grunde genommen schon alle hier. Nächstes. Und du auch nicht. So, jetzt haben wir Schluss mit lustig hier, Freunde. Du schon mal hinüber und du hörst auch mit deinen komischen Sperren auf, mich zu schmeißen. Boah. Drauf da, komm schon. Ja, hauen wir einfach alle um. Einfach umgeschnetzelt. Ja. Boah, unser Verbündeter hat ihn weggesnackt. Das finde ich sogar richtig, richtig gut. Sehr gut, da haben wir nämlich schon mal ein paar Machtpunkte. So, du kommst mal her. Schade, der ist schon hinüber. Und der andere ist auch schon hinüber. Na, klasse. Nee, schnetzel den nicht. Oder, ach, komm, mach doch, warte, willst Karagor. Ich find's leider ein bisschen schade. Ja, klar, hier ist ein Karagor. Willst du spielen, komm? Willst du spielen, komm? Dann komm doch mal her. Oh, sehr gut. Denn, ja, jetzt haben wir ihn nämlich selbst umgehauen. Das Verbündetensystem ist natürlich jetzt nicht so gerade, das Beste, ne? Oh, hör mal, du, ne? Na, wie gefällt dir denn der hier? So, und dich werden wir direkt mal hinrichten, weil die ganzen Fuzzis regen mich extrem auf. So, und der nächste bitte, ja, komm her. Mit einem Nahkampfangriff hinrichten. Achso, haben wir sogar gemeistert, sehr schön. Aber was sollen wir denn machen? In die Festung eindringen? Betrete das Übungsgelände. Da haben wir aber einige. Ja, ist klar, Freunde. So, darf ich hier einmal rüber? Ich habe da ein Date. Und zwar mit dem hier. Komm her. Schön drauf da. Einfach wegschnetzeln. So gut, wie es halt nur mal geht. Jawohl. So, und jetzt... nee, das wollte ich eigentlich nicht. Komm mal wieder hoch. Verdammt, das war schlecht. Okay, so, dann noch einmal rüber. Ich habe ein Date mit dem hier. Genau den will ich haben. Komm schon. Jawohl. Weggeschnetzelt. Oh. Blocken. Jawohl. Und Schiss. Ah, das tut weh. Oh, aber ich sehe schon, wir können eine Menge Erfahrungspunkte hier sammeln. Das gefällt mir extrem gut. Nix ist. So. Komm her. Ah, Freunde. Glaubt mir, es macht so einen Spaß, ne? Sich hier einfach mal komplett durchzuschnetzeln.
Nixes. Oh, der hätte uns fast getroffen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Ah, ich habe sogar eine Idee. Mal gucken, ob es funktioniert. Mach mal, mach mal. Genau. Oh ja, der hat mir gut gefallen. Oh nein, da ist schon wieder einer. Ich glaub's ja nicht. Nixes. Du wirst nicht so schlimm sein. Oh, ich sehe nichts. So, dann machen wir es mal ganz schnell und ganz einfach. Nämlich so. Ohne Probleme. So, komm her. Ja. Weggefetzt. So, wer will noch? Boah, das sind ja richtig viele. Das gibt ja richtig Party, gibt das. Oh, ich sehe was, ich sehe was. Mal gucken, ob das funktioniert. Und zwar, wenn wir das hochgehen lassen. Ohoho. Der war gut. Der war richtig gut. So, komm weiter. Rein da und schnetzeln. Oh. Nee, genau, den erstmal schnetzeln hier. Ab. Ja. Aber Freunde, was ist... Oh nein, wir wurden getroffen. Alles andere als cool. Oh, 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 ich hoffe, wir töten alle Rekruten. Ja, ist klar. Töte alle Rekruten. Erstmal brauche ich ein Kraut, wenn ihr nichts dagegen habt. Erstmal bitte ein Kraut. Und zwar so schnell, wie es geht. Hier ist irgendwo ein Kraut. Leertaste brauche ich nicht. Nee, 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 nee. Bevor die jetzt kommen... Ah, oh, jetzt macht doch keinen Mist hier. So. Nee, 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 nee. So. So, Freunde. Jetzt aber. Jetzt. Jetzt können wir was anfangen. Genau. Ihr springt runter, ich komme hoch. Ist ein guter Deal. Ach, die Schande. Ah, da hat er uns wieder getroffen. Oh, Freunde. Boah, Wahnsinn. Ah, schon wieder. Ich drücke nur die Leertaste, verdammt. Was willst du denn von mir? Doch, ich zappel sehr gerne. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das sind aber einige. Das, oh, das sind ja immer mehr. Und dass die uns immer so böse... Oh, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt extrem blöd. Dann machen wir es anders. So, komm her. Genau. Kommt mal her, ihr Freunde. Ja, kommt schon her. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Treffen tut ihr... Boah. Genial. Ja, kommt mal her, Freunde, ja. Sehr schön. Immer weiter. Kommt mal hier um die Ecke. Boah, Wahnsinn. Absolut phänomenal. Freunde, so viele Orks auf einen Haufen. Boah. So, ich hoffe, der hat gesessen. Und jetzt wollen wir euch doch mal... Sag mal, glaubst du ja nicht, ne? Komm her. Ab auf den Boden mit dir. Nix ist. Du Vogel, du. Wir müssen aufpassen. Wo sind denn die... Ah, aufpassen. Komm, Schnetzling. Jawohl. Die Schildträger. Ich hasse sie. Wie die Pest, die Schildträger. Komm schon, weiter drauf da. Immer weiter drauf. Komme, was wolle. Mir egal. Ich brech dir dein Schild. Oh, der hat uns getroffen? No way. Oh. Ich hoffe, jawohl. Hat sogar funktioniert. Ah, nicht treffen lassen. Komm schon. Ja, genau. Den wollte ich nämlich machen. Der hilft nämlich eigentlich immer. Oh, oh, oh. Da, ich sehe schon. Den brauchen wir. Oh, komm her. Ja. Wir können nämlich eigentlich genug ausweichen, parieren und hast nicht gesehen. Aber das klappt natürlich nicht immer, wie wir es halt nur mal gerne hätten. Komm schon. Weiter drauf da. Euch werden wir alle wegschnetzeln. Und zwar alle. Du hast gar nichts gehört hier. Hier ist nichts los. Ja. Oh, ich liebe das, ja, Freunde. In der Folge werden wir, glaube ich, nur schnitzeln. So, weiter rauf da. Boah. Jawohl. Und dich hier. Komm her. Nixes. Einfach schnitzeln. Oh, schon wieder getroffen. Das ist so mies mit den Dingern hier. Na, noch einmal rüber. Und jetzt schön in den Rücken rein. So gut es halt immer geht. Oder auch nicht. Verdammt. Ah. So, komm her. Ja, ich bleib ja hier. Bis wir nicht mehr können. So. Einfach weggeschnetzelt. Komm schon. Oh, oh, nee. Das sieht nicht gut aus. Da brauchen wir wieder ein Kraut. Oh, verdammt. Verdammt nochmal, verdammt nochmal. Wo haben wir denn noch so ein Kraut? Da unten haben wir noch eins. Unter der Brücke. Ich sehe es doch. Tschö. So, irgendwo hier. Hier muss es da irgendwo sein. Da ist es. Komm schon. Schnell. Aber dass das auch wirklich so extrem viele sind... Warte, ist... Oh ja, da unten ist... Ah, komm. Ein kräftiger Schuss. Reicht noch nicht, ne? Wir brauchen zwei Schüsse. Jawohl, jetzt ist es kaputt. Komm mal her. Ich brauche deine Hilfe, mein Freund. Na, und? Was müssen wir? Leertaste drücken. Alles klar. Oh, alles klar. So, Freunde, jetzt kommen wir nach oben. Und jetzt werden wir mal ein bisschen spielen. Was haltet ihr da? Warte, ich rieche. Ja, schön durch da mit dem Karagor. Ja, da habt ihr nämlich gar nichts, ne? Da könnt ihr nichts gegen machen. Boah, die Musik ist auch so klasse. Schön schnetzeln, schnetzeln. Boah, das ist so gut, ist das. Yeah, wie fast vom Pferd aus, ne?
Da komm schon. Einfach da durch. Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Immer weiter. Oh verdammt, der Karagor ist. Ups. Oh, lass mich hier durch. Ich will nicht getroffen werden. So, komm her. Du musst hier gar nicht hier irgendwie rumposaunen, Freund. So. Oh, Mist. Und schon, wir müssen die ganze Zeit blocken. Wir können die eigentlich im Grunde genommen nur richtig gut abschnetzeln. Mehr können wir gar nicht machen. Boah. Wenn ich das hier schon wieder sehe. Wir brauchen eigentlich... Warte mal. Ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee. Haben wir hier nicht noch mehr Fässer? Komm schon. Lass mich... Ja, sag ich doch. Sag ich doch. Da haben wir nämlich wieder eins. So, wir haben genug Elbenpfeile, Freunde. Bitteschön. Na, was haltet ihr denn davon? Kommt mal schön rüber hier. Na, komm schon. Schön rankommen, Freunde. Wir bekommen nämlich keinen Schaden, aber die bekommen Schaden. Und das ist alles, was zählt. So, schön weiter. Und wir haben schon wieder so einen komischen Fuzzi bei uns, der schießt. So, wo haben wir denn noch so ein Ding? Irgendwo haben wir hier doch noch was, oder? Schleicht da jemand umher? Nein, hier schleicht keiner umher. Wir sind nicht da. Da haben wir noch so etwas. Hier. So, hier haben wir noch ein Feuer. Warten wir mal schön hier um die Ecke und lassen wieder alle reinkommen. Oh, das ist aber groß, ist das. Seht ihr das? Das ist aber extrem groß. So, ja, kommt mal her. Kommt mal her. Bumm. Genial. So, ich hoffe, das geht auch hoch. Das wäre eine riesige Explosion. Jawohl, Auftrag abgeschlossen. Geht doch. Eieieiei. Boah, der ist aber mächtig mit dem Geschnetzel. Aber wie cool das auch gemacht ist. Guck mal, so schöne Zeitlupe. Oh, und die Grafik sieht so bombastisch aus. Und das so flüssig läuft, Freunde. Gerade das Kampfsystem. Auch wenn ich mich ein bisschen blöd anstelle ab und zu. Funktioniert es. Richtig gut. So, zurück. Sehr schön. So, und jetzt? Verbirg dich, um die Alarmbereitschaft zu senken. Achso, ja, wir sind ja in der Festung drinne. Wenn die Alarm schlagen, dann kommen ja immer mehr, ne? Das war ja das Ding. Aber nun gut, dann können wir ja auch weitermachen hier. Ja, hier ist gar nichts. Komm hoch hier. So. Und dann können wir nämlich wieder zurück. Alarmbereitschaft von wegen. Hallo, mein Freund. Komm her. Ich will dich noch ein bisschen schnetzeln, wenn du nichts dagegen hast. So, und du hörst auch direkt mal auf. Ab auf den Boden mit dir. Und tschüss. Ah, die guten Erfahrungspunkte. So, dich mal direkt weggeschnetzelt. Wer braucht schon Informationen? Immer drauf da. Oh, jetzt kommen aber wieder alle, ne? Und gleich darf ich wieder laufen. Ich sehe schon. Ja, genau. Tötet den Menschen. Schau. So. Da müssen wir doch mal reinkommen hier ins Feeling des Kämpfens. Oh, ich sehe schon. Das ist ein kleines Problemchen. Das gefällt mir gar nicht. Komm her. Ja, sehr schön. Oh, verdammt. Nee, dich wollte ich eigentlich nicht finishen. Boah, das sind aber einige. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Schnetzelpartie. Hau ab, du. So. Yeah. Der hat doch gesessen, oder? Oh, verdammt. Ja, ah, Mann. Komm, kann doch nicht sein. Ich hab's nicht gesehen. Los, ab auf den Boden mit dir. Auf den Boden. Ach, Mann. Schon hops. Keine Informationen. Aber da unten waren Informationen. Wo denn? Oh, wo der Karagor ist. Oh, ich bin nicht da. Nein, ich bin ein Freund. Glaub mir. Ja. Darf ich hier mal eben kurz ran oder hast du was dagegen? Informationen sammeln. Ja, ja, der Karagor. Wollten wir einfach mal Hallo sagen. So, wen haben wir denn noch? Den Häuptling kennen wir auch noch nicht. Hm, Latbak. Der Pirscher. Der sieht aber extrem cool aus. Kann ich den drehen? Ja, ne? Sogar ein bisschen. Das ist ja mal genial gemacht. Der hat ja mal eine coole Maske. Wo befindet er sich denn? So, so. Demütige Latbak, indem du seine Unterstützer vor Schrecken fliehen lässt. Interessant. Sehr schön. Seite 2. Hat er denn Schwächen und so? Oh, der hat natürlich wieder Angst vor Karagor, aber er ist doch... Nee, er ist nicht unerschütterlich, sag ich jetzt mal. Oh, verdammt. Lass das mal schön bleiben, mein guter Karagor. Lass es bleiben. Ich habe keine Lust, mit dir zu spielen. Oh, der kommt sogar nach oben. Mami! Lass mich. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, Freunde, das sieht nicht gut aus. Okay, wir machen jetzt mal etwas. Ich hoffe, es funktioniert. Komm, weiter nach oben, weiter nach oben. Kannst du hier oben hochklettern, Karagor? Ich will es nicht hoffen. Wenn ja, dann haben wir halt das ein oder andere Problemchen. Ja, ich laufe jetzt einfach mal weiter. Völlig egal. Ja, Waldläufer, ich weiß. Oh, wir brauchen ein Kraut. Da ist ein Kraut. Und ich glaube, der Karagor folgt uns jetzt gerade schon nicht mehr. Oh, Wahnsinn. So. Jetzt aber nochmal eben kurz in die Verbesserung. Was haben wir denn? Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Sehr schön. Und wir haben natürlich 700 Mirian. Was machen wir denn da?
Wir kämpfen ja so und so die ganze Zeit mit dem Schwertrudenplatz und... Oh, ich vergesse mal eh anzutippen, ne? Eigentlich ist es nicht schlecht. Erhöhter Fokus. Nee, ich möchte ehrlich gesagt mehr Leben haben. Darauf sparen wir. Aber, ne, Fertigkeit. Was nehmen wir denn mit? Die letzte Chance auf den Todesstoß, okay. Die Fähigkeit, einen endgültigen Todesstoß während einer letzten Chance zu landen. Finde ich eigentlich extrem cool. Gift, okay, was ist das denn? Um Gift in die Grogfässer zu geben. Ach, Wahnsinn. Ja, terrorisieren kennen wir ja bereits auch. Das ist noch gesperrt. Die Schleichaufzehrung ist nett. Dann würde ich sagen, nehmen wir letzte Chance Todesstoß, auch wenn es mir wahrscheinlich nicht immer gelingen wird. So. Sehr cool. Und wir haben sogar genug Erfahrung, um dann irgendwann mal weiterzukommen hier. Genau, der gute Geisterblitz, den haben wir kennengelernt. Ansonsten Karagor-Jäger. Okay, erlange die Fähigkeit, Angriffe vom Karagor zu kontern. Das ist der Wahnsinn. Wenn wir das beherrschen können, darüber wäre ich sehr, sehr froh. So, und jetzt müssen wir uns so und so erstmal auf der Karte orientieren. Denn ich möchte gerne hier hinten noch das Artefakt mitnehmen. Und das werden wir auf jeden Fall nicht einfach liegen lassen, Freunde. So, wo ist denn die gute Höhle? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da müssen wir mal gucken gehen. Ich glaube, hier ist sie, ne? Die Ödnis. Hier müssen wir durch. Hier ist die Höhle. Hallo. Das hat sich aber jetzt gerade nicht gesund angehört, oder? Hallo? Wer wohnt denn hier? Achso, Pfeile zerstören wieder Mauern, ist ja klar. So. Ich hoffe, wir haben da jetzt kein Unvieh oder so gerufen. Komm, zeig mir her. Was haben wir denn hier Schönes? Aufsammeln. Ein Artefakt. Ja. Mhm, ein graviertes Götzenbild des Morgoth. Davon habe ich euch schon mal erzählt, Freunde. Der gute Morgoth, das spricht nämlich vom ersten Zeitalter. Eieiei, das haben sie ja mal cool gemacht. Wo haben wir es denn? Wenn ihr es euch durchlesen wollt, Freunde, ich habe da jetzt so Mittelmaß gefunden. Deswegen einfach Pause-Taste drücken. Ihr könnt euch das ohne Probleme durchlesen. Und ich werde aber die Geschichte weiter abspielen lassen. Ist doch ein Deal, oder? Damit beide Parteien jetzt nicht rumschreien, du tust ja nur Geschichte machen und du tust ja nur kämpfen. Ne? Um es mal auf den Punkt zu bringen. So. Tarrasson, ihm wurde wahrlich das Blaue vom Himmel versprochen. Und was bekommen wir? Krieg! Steuern! Menschenopfer auf dem Marktplatz. Tag und Nacht kann ich die Schreie hören. Und wir sollen dieses widerliche Biest auch noch verehren. Der große Baum hält als Brennholz her. Des Königs Kopf ist mit Lügen gefüllt von seinem Ratgeber, dem Gefangenen in Ketten, Sauron, dem nun ach so edlen Sauron. Alindel hat recht. Numenor ist verloren. Die Schiffe können uns nicht schnell genug von diesem Leichenhaus fortbringen. Hört, hört. Und jetzt mal ein ganz großes Lob an die Entwickler, denn das ist die Wahrheit, soweit ich nämlich weiß. Der gute Sauron wurde ja gefangen genommen und er wurde ja auch letzten Endes auch verehrt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Morgoth, also toll der erste gemacht. Dunkle Herrscher von Mittelerde. Ganz der große genau. Feind. Sauron war sein Diener. Er war ihm treu ergeben bis zum Ende und darüber hinaus. In der Tat, nämlich genau das ist es. Oh, finde ich super gemacht, die Story. Also da lohnt es sich schon, die ganzen Artefakte zu sammeln. Aber, Freunde, ich würde sagen, hier oben diesen Schmiedeturm, den haben wir noch nicht. Den werden wir uns mal eben kurz markieren und dann natürlich auch schnurstracks dahin laufen. Ja, ich denke einfach mal, wir tun das natürlich ein bisschen überziehen. Ja, ihr kennt mich doch. Hast du einen guten Blick? Ich will es doch schwer hoffen. So, kommen wir denn da überhaupt durch? Ja, das sieht eigentlich ganz danach aus, ne? Du hast nichts gesehen, ich bin nicht da, lass mich in Ruhe. Zeig mir doch, was du so drauf hast. Noruk, komm her, Noruk, da mach ich doch gerne. Ich zeig dir doch gerne, ne? Was wir so drauf haben. Eins gegen eins, finde ich immer am besten. So, Nummer eins. Oh, wir haben zwar keine Informationen. Ja, sicher nicht. Oh, 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 komm. Der liegt gerade wieder auf dem Boden. Versuchst es doch tatsächlich noch einmal. Natürlich versuche ich das. So, und schnell. Schnell, 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 schnell. Jawohl. Und weißt du, weil du es bist, wollen wir uns doch Informationen holen. Sehr cool. Denn mit den Informationen werden wir uns den letzten Häuptling doch mal anzeigen lassen.
Und es ist Hork, der Grimmige. Fordere Hork heraus, indem du seinen Schildträger tötest. Oh. Weißt du, wie gruselig du aussiehst? Junge, 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 das Design der Orks ist der Hammer. So und so, das ganze Spiel ist bis dato der Hammer. Gefällt mir extrem gut. Du bist hinüber. Aber mehr Machtpunkte. Und selbstverständlich wieder eine Rune, gib mal her. Fürs Schwert, finde ich cool. Und natürlich wieder einen Fertigkeitspunkt erhalten. Sehr schön. Schild bei Klingenhagel, Tötung, Gesundheit wieder her. Das ist sogar extrem mächtig. Macht plus 11. Das finde ich sogar auch noch gut. Oh, Freunde, da haben wir doch noch etwas zu tun. Aber so wie ich das sehe, alles erst wieder mal das nächste Mal. Tut mir leid, aber bis dahin.